Müsste jetzt die gleich rechts sein. Genau. So, was haben wir hier? Ah, ein Kistenrätsel. Ja, die lieben wir doch alle. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie funktioniert das. Ah, hab schon. Das ist noch ein einfaches. Später werden sie schwerer. Da muss man dann richtig nachdenken. Aber das ist noch easy. So. Und nun haben wir die andere Tür geöffnet. Wo es jetzt weitergeht mit der Story. Fresh Wind von der Seite. So. Wo jetzt lang? Abgeschlossen, ich muss geradeaus. Ah, da ist jemand. Sie sehen nicht wie eines der Monster aus. Nein, und Sie auch nicht. Sind Sie verletzt? Es geht schon. Was ist hier nur passiert? Ich weiß es nicht. Die Monster waren einfach plötzlich da. Haben Sie hier unten noch eine Frau gesehen? Ja, Miss Walker. Wir wollten zusammen fliehen, als wir plötzlich von Spinnenwesen angegriffen wurden. Ich habe gesagt, Miss Walker soll flüchten, während ich diese Wesen aufhalte. Wie lange ist das her? Vielleicht ist sie noch in der Kanalisation. Noch nicht lange. Miss Walker ist bestimmt noch hier. Ah! Ich glaube, die Spinnenwesen haben mich vergiftet. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, wenn Sie den Gang nach rechts gehen und dann nochmal nach rechts, finden Sie einen Raum, in dem Gegengifte aufbewahrt werden. Ich werde Ihnen ein Gegengift holen. Halten Sie lange durch. Ja, wird schon gehen. Beretta gefunden mit 9mm Schuss. Wie viel Schuss haben wir jetzt? 10. Ja, die müssen wir uns aufheben. Okay. Schlag den. Ich muss mit Beretta schießen. Zack, boom. Ich hab verfehlt. Ah ne, ich hab getroffen, das Viech ist reingerannt. Ah ja, ich muss die Polizisten helfen, aber. Ich muss trotzdem wieder die Eisenstange anlegen, weil Schuss ist hier ganz, ganz wichtig. Die müsste denn die Gegengifte sein, genau. Gegengift gefunden. Gegengift gefunden. Und nochmal Gegengift gefunden. Sehr gut. Hoffentlich wirkt das Gegenmittel auch. Aber es ist zu spät. Aber ich war doch nur ein paar Minuten weg. Das ist unmöglich. Es sieht so aus, als wäre der Polizist schon seit Jahren tot. Wenn ich nicht bald aus dieser Stadt rauskomme, werde ich noch wahnsinnig. Das glaube ich dir. Nichts mehr zu machen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Spinnenähnliche Wesen bevölkern diesen Abschnitt der Kanalisation. Ja, wir haben sie schon gesehen, aber das ist eigentlich tot. Hahaha, Bug. Abgeschlossen, ja, wieder Mechanismus, juhu. Abgeschlossen, auch durch Mechanismus, juhu. Ganz viele Rätsel für den Herrn Steve. Für den Herrn Davis. Oh, Mistkrat! Muss man jetzt die Person retten? Was? Muss man jetzt die Person retten? Ja, diese Amy Walker müssen wir jetzt finden. Wir müssen gucken, wo die so rumhängt. Und was ist das Ziel? Aus dieser Stadt zu kommen. Besser gesagt, auch seine Erinnerung wieder zu wecken. Weil er hat ja scheinbar alles vergessen. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Du hast das Ende ja schon mal gesehen. Hm. Mhm. So. Hier ist nichts. Noch ein Spinnenvieh. Ja. Ich bin bis jetzt noch nicht vergiftet. Ah, das ist das hier, okay. Scheiße. Nein. Oh, es ist schwer. Und nein. Nein. Und nein. Oh, wie wartest du nochmal? Und jetzt aber. Mein Gott. Weiß nicht, ob du das erkannt hast. Da drüben war so schwarze Stubbel und die müssen alle rausgucken. Und dadurch kriegt man Munition und Verbände. Sehr gut. Immer gut zu gebrauchen.
So, die Kanalisation würde ich trotzdem ganz gern schaffen in dieser ersten Let's Play-Hälfte. So. Kann man jetzt hier rein? Ja, hier kann man jetzt rein. Und hier finden wir. Sprichst du sie oder soll ich sie sprechen? Nein, keine Angst. Ich bin keines von diesen Monstern. Warum müssen Sie mich so erschrecken? Es tut mir leid. Sie sind Miss Walker, oder? Ja, woher wissen Sie das? Sie haben mich angerufen. Ich heiße Steve Madigan. Amy Walker. Bitte, bringen Sie mich aus dieser Stadt. Ich habe solche Angst. Beruhigen Sie sich erstmal. Wissen Sie, was in dieser Stadt passiert ist? Nein. Ich bin nur zu Besuch in der Stadt. Ich wollte sie mir nur anschauen und dann kamen diese Monster. Ich konnte mich verstecken. Jetzt bin ich schon 2 Tage in der Kanalisation. Hier ist es auch nicht sicher. Am besten Sie bleiben bei mir. Ja. Sie müssen mich aus dieser Stadt bringen. Bitte versprechen Sie, dass Sie es tun. Bitte. Ich verspreche es Ihnen. Sie müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Danke. Und nun lassen Sie uns aus der Kanalisation gehen. Nein, jetzt können wir doch nicht raus. Wenn es dunkel wird, kommen noch viel mehr von diesen Wesen. Wir haben keine andere Wahl. Ich passe schon auf sie auf. Einverstanden. Auf geht's. Wissen Sie, in welche Richtung wir gehen müssen? Ich glaube nach links. Oder war es nach rechts? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich denke, es war rechts. Ah! Amy! Ich krieg die Klappe nicht auf! Hoffentlich hat sie sich nicht verletzt. Ja, scheiße, jetzt ist er wieder allein rum. Da kamen wir her. Ah, die arme Amy! Ah, du Miesgeburt! Ah, du Miesgeburt! Scheiße, ich muss mich heilen. Zack. Und was haben wir hier? Ein Speicherpunkt. Ah, das ist der Scheiß. Okay, okay. Ein Zettel. Zum Öffnen der Tür Druck auf 50 Einheiten einstellen, Hebel 1 bis 3 Einheiten. Oh nein, das ist so behindert. Ich check das nicht. Ich guck mich erst woanders um. Das mache ich zum Schluss, ey. Hier, scheiße, ist das hier? Ah, das ist der Zahlencode, okay. Don't have a shire, SS. Ein Zettel. Sind die Räder verbunden, wird sich die Tür öffnen. Ah ja, okay, das ist ganz easy, genau. Da muss ich jetzt, was haben wir da für eine Zahl? Die 1. 1 und hier die 3. Und hier die 7. Und wie war das da nochmal? 5. Genau, und hier müssen wir die 4. Ja, perfekt. Ja, Gegengift. Patron und Erste-Hilfe-Kasten. Sehr gut. Wie viel Munition haben wir eigentlich? 28, das ist schon nicht schlecht. So. Na gut, jetzt müssen wir uns an dieses Rätsel wagen. Das Rätsels. Aller Rätsels. Was machst du da? Gegengift! Oh! Ja gut, Freunde, ich würde sagen, das Rätsel, das heben wir uns für den nächsten Part auf. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Calm Falls. Natürlich geht's nächste Woche auch mit Woody weiter, was wir Let's Playen. Mal schauen, mal gucken, vielleicht Let's Play mal One Piece weiter, vielleicht auch was anderes. Je nachdem, wie wir Bock haben. Bis dahin. Ciao, ciao.